So, und da sind wir auch wieder in Afraid of Monsters. Ne, war, Marcel? Ja, total. Marciella? Henrik. Warum habe ich dich jetzt gerade Henrik genannt? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, wir sind da und, ja. Wir sind hier. Oh nein. Und den scheiß Lieder. Oh yeah. Ich finde das merkwürdig. Das ist ja auch merkwürdig, nur was soll ich hier sagen? Ich bin gerade hier mitten im Rap-Battle hier auf der Straße. Im Rap-Battle, okay. Nee, ich finde das ein bisschen schade, irgendwie, dass man da jetzt keine Erklärung zu bekommen hat, warum das, was ist das, was soll das, was, wo ist der... Also ich gehe mal davon einfach aus, dass einer seiner abgespackten Träume wieder ist. Und wie viele hat er davon? Keine Ahnung, am Anfang hatte der einen gehabt und ganz zu Anfang hatte der wirklich einen gehabt. Und dann hat er jetzt wohl auch einen. Okay. Anders könnte ich mir das jetzt auch nicht erklären. Ne? Nee. Ach Gott, da sollte ich nicht. Doch, da sollte ich wohl angehen. Jetzt bin ich mal gespannt, was daraus wird. Woraus? Ja, daraus, aus deiner Schildertheorie. Ja, bis jetzt funktioniert's ja. Also die Musik ist echt komisch, das muss ich dazu sagen. Geradeaus. Links! Oh. Nee, links. Ih, wie sah der denn aus? Und wenn der jetzt stehen würde, müssten wir nach hier. Wenn der jetzt stehen würde, geradeaus. Der würde uns nach hier hin zeigen. Der würde wahrscheinlich nach hier hin zeigen. Und was steht hier? Markland Forest. Yay! Da sind wir wahrscheinlich doch richtig. Wow! Hey, Baby! I wanna know. I wanna know. If you. Be my girl. Ja, nee, ich hab grad einen Feuerstein vom Zippo verloren. Der hängt jetzt immer an der Tastatur. Komm raus da. Brav so. Wieso kann ich mich schon wieder nicht bewegen? Weiß ich nicht. Du hängst doch so komisch in der Luft. Ja. Kannst du das nicht? Ich kann gar nichts machen. Hm. Riding Car. Nein. Ich will jetzt hier raus. Ich kann auch keine Waffen wechseln oder so. Mal davon abgesehen, ne? Redet da vielleicht gerade irgendjemand? Nein. Hm, kannst du irgendwas abschießen? Nein, ich kann gar nichts machen, außer mal ein bisschen rund gucken. Yeah, dann hat sich das Spiel anscheinend irgendwie verhakt beim Laden. Riding? Das hat dich verladen. Bedummtisch. Riggedy, riggedy. Gut, dann machen wir das halt nochmal. Ja, immer einen schnell Durchlauf. Die Monster, die ich nicht machen muss, die lasse ich auch in Ruhe. Ja. Schieße ich auch noch Theorie daneben. Und ist schon nervig, ne? Ja, das ist tatsächlich schon ein bisschen nervig, aber das ist, ich erinnere nur an gestern Abend. Was nervig war und was nicht, nicht wahr? Huch! Ah! Ich gebe daran immer übrigens immer noch dir die Schuld. Hm? Ich gebe übrigens immer noch... Ja, ich muss da ja auch durch, also... Ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Und ich komme bestimmt weiter als du. Wer? Wieso? Das
hat mich Nerven gekostet, also wehe. Außerdem will ich will. Was willst du? Ja, weiß ich auch nicht. Ein Kilo 500er wäre schon nicht schlecht. Ein Kilo Butter? Ein Kilo 500er! Ach so, ja, das geht auch. Ja. Ich glaube, damit hätte ich dann erstmal ausgesorgt. Für 5 Tage. Wie? Ja, so wie ich jetzt sage, für 5 Tage hättest du dann ausgesorgt. 1 Kilo 500er in 5 Tagen durchbringen, das muss man mal schaffen. Obwohl, stimmt, nee, das kriege ich hin. Das kriege ich locker hin. Ich glaube, davon gehe ich einmal feiern und dann ist weg. Ich glaube, davon gehe ich einmal feiern und dann ist weg. Ja, sicher. Du gibst ja dann ganz Dortmund einfach einen aus. Ja, ich glaube, dann habe ich wieder 5 Kilo 500er Schulden. Ja. Aber es war die Party deines Lebens und du bist überall beliebt. Ja, toll. Aber auch vollkommen pleite. Danach. Ich meine, ich bin auch so immer pleite. So ist das nicht, aber... So, jetzt bitte aber. So, jetzt wieder im Sherwood Forest hier. Jetzt komm schon. Ah, jetzt habe ich wenigstens Anzeigen. Damn, I have crashed the car. Das kam gerade nicht. Jo, und diesmal können wir uns auch bewegen. Ah, siehst du wohl. Ja. Boah, sind wir klein im Gegensatz zu dem Auto. Wie süß ist das, Alter? Was ist das denn für ein Auto? Entweder ist das ein riesiger Geländewagen oder wir sind einfach nur mini klein. Ich wahrscheinlich sowohl als auch. Na geil, jetzt sind wir wenigstens in einem Wald. Ja, das ist ja auch so viel sicherer. Ja, hätte dann nicht mal hier gecrashed. Oh, guck mal. Ja. Hätte man nicht gepennt. Wahrscheinlich hat er deswegen die Karre kaputt gemacht. Alter, ist das hier so dunkel oder wäre ich bescheuert? Kannst du überhaupt noch was sehen? Ich sehe eigentlich nicht wirklich was. Siehst du noch den Lichtpunkt, den ich hier habe? Ja, den Lichtpunkt sehe ich so zwischendurch, wenn er irgendwelche Objekte trifft, aber ansonsten sehe ich da so gar nichts. Ich sehe noch nicht mal, wo ich langlauf. Ja, das sehe ich. Hier ist Sackgasse, da ist ein Baum. Da ist noch ein Baum. Also ich schilder dir mal so, was ich sehe. Hier ist ein Baum. Hier ist ein Baum mit Busch dran. Da ist ein gelber Baum. Da ist Gras. Und noch ein Baum. Wer hätte es gedacht? Kann das vielleicht sein, dass du in einer Baumschule bist? Oh, hätte ich noch nicht drüber nachgedacht. Du bist in eine Baumschule gefahren. Wie kannst du nur, du Mörder? Scheiße. Scheiße ist, dass ich nicht... Ah, guck, einer mal schau. Nein, ich habe jetzt schon wieder einen Feuerstein verloren. Ich sollte aufhören mit dem Feuerstein zu spielen von Zippo. Die sind kacke. Diese Lichtreflexe, die machen mich gerade ein wenig fertig. Mal gucken, kommen wir denn hier ne? Die Tür hier ist aufgegangen, die war gerade noch zu. Hallo? Habo? Habo ist mein Wort. Ist mir doch egal. Dein Kopf ist mir egal. Deine Mami! Die kennst du noch nicht mal. Ist mir egal, deine Mami ist dein Vati und deine Schwester. Aber du kennst Helga. Helga! Ja. Meinst du, hier hängt noch so eine fresche Mona Lisa rum? Oh. Schauen wir mal, ne? Aber ist ja auch klar, jeder hat ja ein Original von der Mona Lisa in seinem Haus hängen. Ja, wer hat das nicht, ne? Und wichst sie dann kaputt. Ja, und ein Riesenknopf auf dem Tisch, der auch so total unübersehbar ist. Schon wieder so ein Raum, wo die Tür so halb offen steht. Komm doch rein, ich hab was Süßes. Ich hab schon eine Schrotflinte. Ja, jetzt hast du Munition dafür. Hey, ich hab Licht gemacht. Cool. Schlafzimmer. Ah. Ja, dann hau dich doch mal eine Runde aufs Ohr. Ist bestimmt ungefähr. Ich hau mich gleich eine Runde auf dich drauf. Outdoors, look low. Look up.
Ja, ich draußen, Coco. Huch! Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier so schnell reinkomme. Na? Hey, ja, manchmal wundere ich mich ein wenig schräg. Du wunderst dich schräg? Ja. Wie wundert man sich denn schräg? Ja, indem man sich nicht gerade wundert, sondern schräg. Oh. Ei, Flachwitz jagt den nächsten, jawohl, liebe Freunde. Ja, jetzt bist du wieder dran. Huch! Alter! Hast du das gesehen? Nein. Sei froh. Aber ich seh's bestimmt in der Aufnahme. Nochmal. Bestimmt. Huch! Na, wo kommst du denn her? 1, 2, 3. Was bist du denn? Ein Zombie. Ein Zombie. Und da ist auch einer. 1, 2, 3. Die sind irgendwie schüchtern. Hast du jetzt schon mal nach oben geguckt? Ja. Aber ich. Wer greift mich? Wer greift mich wieder an? Achso, du. 1, 2, 3. Ich wollte gerade sagen, ey, was viel mies wäre, wenn da so Köpfe kommen würden. Die würdest du gar nicht sehen. Wieso besiedeln die das immer hier eigentlich so? Ja. Aber wo ist jetzt hier... Ich look mal ab, aber da oben war ja kein Raum. Doch, da war wohl noch ein Raum, der mir verschlossen war. Komme ich denn da irgendwie so hoch? Das könnte natürlich sein, das kann ich ja nochmal eben nachgucken. Ich will doch nur spielen, oh. Oh. Ich tu doch nix! Nix! Geh kaputt! Geht nicht kaputt. Ich muss ja irgendwie auf das Vordach kommen. Dann könnte ich ja gucken, ob ich von dem Vordach aus... Was willst du denn auf dem Vordach? Dann könnte ich versuchen, in diesen anderen Raum zu kommen, in den da. Aber das funktioniert irgendwie nicht. Nicht. Jammt. Wahrscheinlich holst du da einfach nur nicht lang. Ach, guck mal an. Ja. Waschmaschinen. Kannst du dich gleich mal rein? Da war doch noch eine Tür. Wo? Ja, in den Waschmaschinenraum. Tats verknafft. Da. Tats verknafft. Aber ja, die geht auch nur nach draußen. Ja, und? Es hilft mir. Aber nach anders. Nach anderswo draußen. So, hier war irgendwo ein. Ich hab ach, hier. Mein Gott! Wow! Das war heavy. Das war überhaupt nicht nett. Das ist harter Tabak. Aber sowas von. Ja. Was habe ich hier? Was habe ich denn davon? Jetzt habe ich hier das aufgemacht und was finde ich hier? Ein Zombie und Munition. Oder geht es hier ja, irgendwo weiter? Nein. Da muss da weitergehen. Vielleicht muss ich mich ja tatsächlich irgendwo da durchballern. Jetzt bin ich verwirrt. Habe ich jetzt hier gerade her? Du immer. Mein Gott, ich bin schon so durcheinander. Wenn du da durchrennst, macht mir echt Sorgen. Ich habe Angst, dass mir gleich wieder die Ohren voll geschrien werden. Wenn ich was tu? Das ist, wenn du mir die Ohren voll schreist, du rennst da so durch, da schreist du mir gleich bestimmt wieder die Ohren voll. Ja und, wenn ich da durch... Soll ich da durchkriechen? Ja, auf dem Zahnfleisch, bitte. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, mir rennt jemand hinterher. Hey, ein neuer... Ich hab dir nicht die Ohren vorgeschrien. Ich schreie nur das Mikro an. Ja, ist klar. Was soll das? Ich bin doch auch irgendwie in einen anderen Weg hier reingekommen. Geh doch mal da lang, wo der Zombie war. Vielleicht ist das ja richtig. Ja, aber da komme ich gerade her. Da habe ich die Munition gefunden, du Hajo. Ach so. Der kann ich doch nicht wissen. Ich erkenne da ja kaum was.
Irgendwie, ich hab so, ich bin doch gerade einen anderen Weg hergekommen. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Also diese Türen, die gehen auch nicht auf. Nö. Aber Outdoor, Outdoor, look up, da muss doch irgendwas sein. Ja, rein theoretisch, ja. Ja. Die blöden Fenster, die gehen echt nicht kaputt. Ja, dann musst du nach draußen gehen und hochgucken. Irgendwo muss da was sein. Das wird wieder mal ein sehr spannender Part. Tja. Ich look up. Da 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 dann da dum 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 da 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 da. Gut, ne? Ja. Also einen Aufweg gibt's ja aber auch nicht, muss ich dazu sagen, ne? Ja, das sehe ich schon irgendwie. Musst du vielleicht irgendwo anders nach oben gucken. Irgendwas muss ja da sein. Ja, und gleich habe ich keine Batterien mehr, dann renne ich hier im Dunkeln herum. Also ja. Hier ist ja definitiv nichts. Doch. Oh! Aha. Da musst du auch erstmal drauf kommen. Ist ja nicht ja. So, als hätte er da gestanden. Look up. Warte. Hast du dich gefacepalmt? Nein. Warum nicht? Sollte ein dumm Tisch werden. Ich hab's nur auf dem Teller gemacht. Auf dem Tisch gemacht. Achso, ich hab dich ja extra leiser gestellt, damit das nicht wieder später so einen Widerhall gibt. Richtig. Mal gucken, ob uns eine Aufnahme dann hinterher hört. Ich hoffe es. Weil das zeugt von Kreativität. In welchem Raum muss ich denn jetzt rein? Das wäre jetzt auch nochmal interessant. Huch, zu wissen. Hier scheinbar nicht. Alter. Kiste. Die Kiste geht mir gerade so richtig auf den Sack. Also hier Kisten schieben ist echt der Horror. Ja, hier komme ich mit der Kiste sowieso schon mal nicht durch. Leute, schaltet nochmal in 2 Minuten rein, dann bin ich auch oben. Bist du sicher? Ja, irgendwann bestimmt. Nur Marcel, der muss das aushalten, der kann nicht vorspulen. Den Luxus hat er hier nicht. Nee, den Luxus habe ich ehrlich nicht, aber... Ich krieg das, ich überlebe das, ehrlich, ich überlebe das, wirklich. Bist du dir sicher? Ja. Mein Baby steht immer zu mir. Ah, lustig, lustig. Ach Gott, hier kann ich ihn schieben. Es schweigt. Marcel! Ja? Warum schweigst du? Weil die Sonne scheint. Das ist ja geil. Ah! So, Kiste kriege ich nicht weiter als nach hier hin. Ist jetzt die Frage, was bringt mir die Kiste? Wahrscheinlich, um aufs Vordach zu kommen, oder? Das dachte ich auch gerade. Jetzt muss ich untersuchen, wo ich die Kiste hinschieben kann. Jetzt, so weit kommt's noch. Wenn ich sie hier hinschiebe, bringt mir das ja nichts. Ist vielleicht draußen noch irgendwo was? Ja, das wär's jetzt. Guck doch einfach mal nach draußen. Ich bin draußen, du Hammel. Ich Hammel. Hammler. Du bist Banane, ehrlich. Hm? You are an idiot. You are an idiot. Yes, sir, an idiot. Wo kann ich denn diese bekiffte Kiste noch hinschieben? Bekiffte Kiste? Ich habe keine Ahnung, ehrlich. Also hier kommt sie ja definitiv nicht durch. Das ergäbe keinen Sinn.
So, ich muss in den Raum rein, wo wahrscheinlich dieses Vordach noch davor ist. Hier kann ich sie nicht drüber schieben. Die kommt ja nicht hier drüber. Und eine Rampe oder sowas gibt es ja auch nicht. Dann wird es wahrscheinlich draußen irgendwas geben, weil irgendwie das Haus ergibt keinen Sinn mehr. Ja, bis auf der eine Raum, der von der anderen Seite verschlossen ist. Ja, und der ist wo? Irgendwo hier an der Seite. Und da muss ich ja übers Vordach ran. Du kommst da nicht drauf. Die Kiste komme ich drauf, ja. Ja, aber nicht aufs Vordach, meine ich. Nicht mal mit Hilfe der Kiste. Da gibt es hier irgendwo einen Punkt, der niedriger ist. Aber das nutzt ja auch nichts. Kaputt machen kann ich das hier auch nicht, oder? Nee. Jetzt gucke ich erstmal, wo dieser Raum ist. So. Der ist hier. Also muss das auch hier direkt neben sein. Neben dem Fenster mit den zwei Einschlagdingern. Okay. Das ist ja überhaupt nicht kompliziert. Da gibt's aber auch kein Fenster zu. Na, siehst du. Ha. Dann ist es ja schon mal vollkommen irrelevant. Und ich würde sagen, darum kümmern wir uns auch im nächsten Part. Ach so. Vielleicht soll ich die Kiste vor die Wand schieben. Ach, das könntest du natürlich auch machen. Das könnte ich aber noch eben tun. Weil wenn ich später besoffen bin, finde ich den Weg nämlich nicht mehr. Ja, das stimmt allerdings. Das ist immer wieder ein Wunder, wie das überhaupt noch aussieht. Seit wann stehe ich überhaupt? Seit wann steht da überhaupt eine Wand? Ich habe keine Ahnung. Da bist du wahrscheinlich immer so schnell dran vorbeigerast, dass es noch keiner gesehen hat. Lustig, lustig, tralalalala. Tralalalala. Bald ist Nikolausabend da. Die habe ich auch noch nicht gesehen, die Wand hier. Gucken wir, riskieren wir noch mal einen kleinen Blick drüber. Schön. So, saven wir mal eben. Und Leute, wir begrüßen euch heute Abend dann höchstwahrscheinlich in eher einer besoffenen Stimmung wieder. In einer lustigen Stimmung. Da kommt wieder Let's Play à la Suff bei rum. Ja. Also, in diesem Sinne, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Jo.